Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute bastel ich nochmal eine Hochzeitskarte mit dir. Und zwar habe ich vor einer Weile schon mal eine Hochzeitskarte als Video eingestellt. Die hatte auch ungefähr dieses Design und das Standard-Kartenformat von 10,5 x 14,5 cm. Und nun habe ich einen Auftrag erhalten, eine Hochzeitskarte anzufertigen, die aber deutlich größer sein soll. Also gewünscht war DIN A4-Format. Und ganz auf DIN A4 komme ich nicht mit dieser Karte, aber annähernd, und ich erkläre gleich auch warum, wenn nicht ganz DIN A4 erreicht wird. Und ja, diese Karte, die bastel ich jetzt mit dir zusammen und die habe ich aber noch nicht vorgebastelt. Normalerweise mache ich das ja vorher immer mindestens einmal, damit ich das schon mal habe, was ich dir zeigen kann am Anfang. Und hier habe ich jetzt also nur mein Dummy aus Karteikarten sozusagen, denn das ist so materialintensiv, diese Karte, dass ich die also jetzt nicht noch einmal extra gebastelt habe. Von daher kann es auch sein, dass ich im Video, dass es da irgendwie ein bisschen komische Schnitte gibt oder sowas, wenn ich zwischendurch mal was rausschneiden muss, weil ich überlege oder doch noch was ändere. Also da bitte ich schon mal um Entschuldigung. Ich hoffe, dass es trotzdem, dass man es trotzdem gut anschauen kann und dass es dir auch vielleicht eine Hilfestellung gibt, wenn du selber einmal so eine große Karte basteln möchtest, denn da muss man das ein oder andere auch beachten. So, also, wenn du so eine Karte im DIN A4-Format machen möchtest und in dem Design natürlich, dann brauchst du 4 DIN A4-Bögen Farbkarton in Chili, mache ich das gleich, und 4 Bögen in Flüsterweiß. 8 Bögen für eine Karte. Klingt viel, ist es auch. So, und dann fangen wir mal an. Ich habe mir das schon wie meistens ziemlich vorbereitet, damit ich jetzt nicht noch alles schneiden und falzen muss. Und ich erkläre dir mal den Aufbau dieser Karte. Das ist der erste Bogen. Der wird gekürzt an der langen Seite um 2 cm, sodass der hinterher das Maß hat von 21 x 27,7 cm. Und zwar ist das die Rückwand der Karte. Daran werden gleich die Seitenteile gesetzt. Die habe ich hier auch schon liegen. Ich muss hier immer so ein bisschen jetzt das Papier suchen, was ich gerade brauche. Und zwar sind das die beiden Seitenteile. Das ist ein Bogen Farbkarton gewesen, auch natürlich in Chili, den ich bei 18 cm geteilt habe. Das sind die beiden Teile. Und an den beiden Seiten habe ich jeweils 1 cm bei 1 cm gefalzt. Das ist die Klebekante, mit der ich die Seitenteile dann eben nachher an der Karte festklebe. Deswegen ist das Rückenteil auch 2 cm kürzer, weil von dem DIN A4 Bogen eben diese 2 cm Klebelaschen abgehen. So, und als erstes machen wir jetzt auch die Seitenteile fertig. Da kommt ja wieder eine Stanzung rein, wie ich das auch bei der kleinen Karte gemacht habe. Ich zeige das nochmal hier an dem Dummy. Die bekommt wieder diesen Verschluss mit der Stanze gewählter Anhänger. Und das machen wir jetzt als erstes. Dafür markiere ich mir bei beiden Seitenteilen einen Abstand von 7,5 cm von der Oberkante. Jetzt muss ich aber überlegen, wie ich das hinterher auf die Karte klebe. So klebe ich das fest. Das heißt, das hier ist oben. Dann muss ich also von dieser Kante 7,5 cm Abstand messen. Also so leite ich mir das immer her, damit ich mich mit den Seiten nicht vertue. Das geht ja total schnell. Und jetzt mache ich mir hier eine kleine Markierung. So einen kleinen Schnitt, damit ich gleich diese Stelle mit der Stanze, so sieht man es, da ist die Markierung, damit ich die Stelle gleich mit der Stanze wiederfinde. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite auch, da gucke ich auch wieder, so klebe ich die gleich auf die Karte. Das heißt, von hier die 7,5 cm mache ich mir auch eine Markierung. Einen kleinen Schnitt bei 7,5. Ich gehe dann immer noch so mit dem Fingernagel rein, damit ich es auch auf jeden Fall sehe. Und jetzt kommt die Stanze gewählter Anhänger zum Einsatz. Da schiebe ich jetzt wieder den Farbkarton vorsichtig rein. Man muss da einmal um die Kurve und dann geht es aber ganz fluffig. Und jetzt, ich
weiß nicht, ob man das so sehen kann. Jetzt schiebe ich das so, dass meine Markierung, die ich gerade gemacht habe, genau in der Mitte dieser Stanzfläche liegt. Und schiebe das natürlich bis ganz ans Ende. Und dann stanze ich das einmal. So. So, und jetzt ziehe ich das vorsichtig wieder raus, damit ich mir da jetzt nicht irgendeine Ecke abziehe. Und das mache ich mit dem zweiten Teil ganz genauso. Man muss da immer vorsichtig um die Kurve schieben. Das geht aber eigentlich ganz gut, da rutscht der Farbkarton dann so irgendwann rein. So, jetzt liegt hier wieder, kann man das sehen, die Markierung genau in der Mitte. So, die Stanze brauchst du dann auch nicht mehr. Und jetzt kommt das Schneidebrett wieder zum Einsatz, deswegen habe ich das noch liegen lassen. Denn jetzt müssen hier diese überstehenden Streifen abgeschnitten werden. Dafür lege ich den Farbkarton so in das Schneidebrett, dass hier diese beiden Nasen sozusagen, die zwei, genau in der Schneiderinne liegen. Und dann schneide ich einmal von oben. Man hat das jetzt gerade auch gehört, und einmal von unten so weit ein, bis ich sozusagen keinen Widerstand mehr habe. Also man spürt das sehr deutlich mit der Schneideklinge, wann man hier an der Ecke angekommen ist. Das mache ich jetzt mit beiden Farbkartonstücken. So, das Schneidebrett brauchst du jetzt nicht mehr. Und jetzt kann das sein, dass man hier an den Eckpunkten noch so kleine Papierrestchen überstehen hat. Die schneide ich jetzt einmal mit der Schere nochmal ab. Das sieht dann einfach noch ein bisschen sauberer aus. Dann sind jetzt die Seitenteile soweit vorbereitet. Die kommen dann hinterher so auf die Karte. Und die können jetzt eigentlich auch schon festgeklebt werden. So, und zwar nehme ich dann dafür einmal den Farbkarton in Chili, den ich ja eben zurechtgeschnitten habe, die 2 cm ab. Und jetzt klebe ich einfach an beiden Seiten einmal von hinten, dass die Klebelasche hinten ist, den Farbkarton dran. Das kannst du mit Flüssigkleber machen oder mit doppelseitigem Klebeband. Mit dem Kleberoller würde ich das nicht machen, weil das einfach der Kleberoller vielleicht nicht stark genug ist und dann hinterher nachgibt. Also ich mache das jetzt mit dem Abreißklebeband, aber du kannst es eben auch mit dem Flüssigkleber machen. Das ist auf jeden Fall jetzt einmal der Grundaufbau der Karte. Und jetzt mache ich weiter mit dem Einleger, der hier in die Mitte kommt. Dafür habe ich ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß genommen und zurechtgeschnitten. Aus einem DIN A4 Bogen natürlich, und der hat das Maß 25,7 x 19 cm. Ich habe also an der langen und an der kurzen Seite jeweils 2 cm abgeschnitten. Man sieht das so auch. Da habe ich dann jetzt noch einen Rahmen von 1 cm an jeder Seite. Ich fand das bei diesen, ich finde das bei dieser großen Karte halt schön, wenn man hier noch einen größeren Rahmen dann auch hat. So, und bevor ich den jetzt aber bestempel, markiere ich mir da noch etwas. Das habe ich, jetzt brauche ich einen Stift. Den habe ich vergessen, mir zurechtzulegen. Und zwar, die Karte soll deswegen so groß sein, die ist für ein Unternehmen, und die Braut, die arbeitet in dem Unternehmen, und das ist relativ groß, und von daher müssen sehr viele Unterschriften, also wenn ich mich jetzt recht erinnere an die Besprechung, waren das irgendwie 50 oder mehr Unterschriften, die auf die Karte sollen. Und das wird ja ein bisschen knapp hier. Deswegen soll die so groß sein. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich hier nochmal
hier oben nochmal so eine Tasche mache, also diesen Einleger nur an den drei Seiten festklebe, sodass man dann noch ein Blatt einschieben kann für die weiteren Unterschriften. Und deswegen markiere ich mir jetzt hier mal auf diesem weißen Farbkarton die Mitte. Denn da stanze ich jetzt eine Griffmulde aus, damit man da auch hinterher, damit man auch weiß, dass überhaupt da noch ein weiterer Zettel drin ist. Und da habe ich mir jetzt die Kreisstanze 1¾ Zoll genommen. Ich nehme da also keine so ganz kleine Kreisstanze, denn man soll ja hinterher noch gut dann auch an das Papier kommen, was da hintergelegt ist. Und da stanze ich jetzt auch so ziemlich genau einen Halbkreis aus, also auch nicht nur so ein bisschen. So. Denn meine Sorge ist, wenn da das weiße Papier auf dem weißen Papier liegt, dass man das vielleicht nicht deutlich genug sieht, dass da noch was ist. Deswegen habe ich mir da auch noch überlegt, wie ich das hinterher mit der Dekoration gestalten kann, dass man das sieht. So, und jetzt passt das hier schön in die Mitte rein. Das gefällt mir also ganz gut. Das wird ja, dass das jetzt rot ist, das ist ja nur im Moment. Da kommt ja hinterher noch der Einleger rein. Das wird also wieder weiß. Und jetzt kann ich aber erstmal diesen Teil hier schon bestempeln, bevor ich den einklebe. Und zwar habe ich mir da wie bei der kleinen Karte auch ausgesucht aus dem Stempelset Timeless Textures. Hier haben wir das, diesen Schnörkel. Und den stempel ich jetzt hier einfach mal auf. Auch natürlich in Chili. Und das schneide ich jetzt aber mal raus. So, ich habe jetzt den Einleger für die Mitte schon bestempelt. Für die beiden Seiten, das habe ich jetzt gerade auch schon gemacht. Da sage ich dir die Maße gleich noch, wenn die an der Reihe ist. Und ich habe hier auch schon das doppelseitige Abreißklebeband aufgebracht. Ich klebe jetzt hier diesen Einleger auch mit dem doppelseitigen Klebeband auf. Das würde ich ja in der, sonst mit dem Kleberoller machen, aber weil ja hier noch der zweite Zettel eingeschoben werden soll, möchte ich also, dass das wirklich richtig gut hält, dass das auf keinen Fall wieder abgeht, und deswegen nehme ich das doppelseitige Klebeband. Und das habe ich jetzt eben nur an den drei Seiten aufgebracht. Man sieht es oben, das habe ich natürlich freigelassen. So, also so gefällt es mir jetzt. Ich habe jetzt noch nirgendwo gedrückt, ich habe das Papier jetzt nur fallen lassen, und wenn jetzt irgendwas nicht in Ordnung wäre, könnte ich das ganz vorsichtig wieder hochnehmen und würde das auch dann sicherlich noch einmal abgelöst bekommen. Aber ich bin damit jetzt so zufrieden, also für meine Augen ist es gerade, also drücke ich das jetzt fest und damit sitzt das. Und damit ist jetzt auch die Position aller anderen Einleger vorgegeben, denn die richte ich jetzt immer an diesem Einleger in der Mitte aus. Und zwar brauchst du da für die beiden Seitenteile innen auch den flüsterweißen Farbkarton, und zwar für die linke Seite in 19 x 12 cm und für die rechte Seite in 19 x 6 cm. Das habe ich schon vorbereitet und habe das eben auch gestempelt, und die klebe ich jetzt ganz genauso wie das Teil in der Mitte ein. Allerdings benutze ich dafür jetzt den Kleberoller und nicht mehr das Klebeband, weil die einfach nur so ganz normal eben da eingeklebt werden. So, jetzt habe ich die Innenteile fertig aufgeklebt. Gestempelt habe ich die ja eben schon, und somit ist die Karte von innen jetzt zunächst einmal fertig. Und jetzt kann ich hier die Aufleger für die Außenseite machen. Da habe ich mir auch den flüsterweißen Farbkarton zurechtgeschnitten, und zwar auch wieder in dem Maß 19 x 12 cm für die linke Seite und 19 x 6 cm für die rechte Seite. Und den habe ich jetzt auch schon geprägt. Das hatte ich ja bei der kleinen Karte auch so gemacht. Und zwar habe ich da den Prägefolder, wie heißt der, Spitzentraum genommen. So sieht das Muster aus. Das habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet. Und was ich nur kurz noch zeigen möchte, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe mir hier
eine kleine Markierung gemacht, vorher mit der Falzklinge vom Falz- und Schneidebrett. Und zwar kann ich das mal kurz erklären. Das ist ja so, ich habe das hier ausprobiert bei dem Prototyp sozusagen. Man muss diese großen Farbkartonstücke zweimal prägen. Die Prägeschablone ist nicht groß genug, damit das in einem Mal geht. Also muss man das zweimal durchkurbeln. Das heißt, man hat irgendwo eine Kante, an der das Muster ansetzt. Das ist bei mir hier. Und jetzt habe ich mir dann ausgemessen, wo diese Kante ungefähr liegen muss. Also dieses Band, was ich darüber setze, dieses Stück Farbkarton, das hat eigentlich nur die Funktion, diese Kante zu überdecken, die ich beim Prägen habe. Und jetzt habe ich gemessen, dass eben 12 cm, da lande ich genau hier in der Mitte von diesem Verdeck, habe ich mir das markiert auf den Stücken, die ich dann eben geprägt habe für die Karte. Hier ist an der Stelle die Markierung. Und bis 12 cm, so breit ist ja die Prägeform nicht. Aber ich habe eben geguckt, dass ich wirklich oben ganz direkt, sobald die Prägung anfängt, das Papier auch angelegt habe, damit ich also auf jeden Fall hinterher mit der unschönen Kante hier auch unter dem Farbkarton lande, den ich halt dann drüber klebe. Das nur dazu. Und jetzt klebe ich diese beiden Stücke hier auch einfach fest. Das mache ich jetzt in dem Fall mit dem Flüssigkleber, weil meiner Erfahrung nach der Kleberoller bei dem geprägten Papier nicht immer die beste Wahl ist. Und das mache ich jetzt auch einfach mal und schneide das raus. So, jetzt sind die Außenteile auch aufgeklebt und ich habe mich da eben immer an den Kanten des Inneneinlegers orientiert, damit das auf jeden Fall auf einer Höhe liegt. So, und das werde ich jetzt so aufkleben, dass das, dass diese Verdecke hier mit der Oberkante enden an der Stelle, wo dann hier der Verschluss beginnt. Das gibt dann, finde ich, eine ganz harmonische Aufteilung mit dem Verhältnis Oberteil zu Unterteil. Und der Blick wird dann innerhalb dieser Karte, wenn man jetzt hier noch den Glückwunsch dann aufklebt, wird der Blick so nach oben gelenkt von diesem Glückwunsch über den Verschluss noch zu dem gestempelten hier. Das gefällt mir so von der Entwicklung des Blicks sozusagen. Und deswegen habe ich mir das so überlegt, das so zu machen. Und das klebe ich jetzt auch so auf. Und zwar mache ich das so, dass ich hier an den beiden Seiten jeweils der Dimensionals aufklebe. Denn hier dieser geprägte Karton, der hat jetzt ja ein kleines bisschen Dicke, die überwunden werden muss. Und das mache ich dann eben mit den Dimensionals an den Seiten. Und hier in der Mitte mache ich ein bisschen. So, jetzt habe ich hier die beiden Bänder aufgeklebt, die diese Nahtstelle verdecken. Und den Gruß, den habe ich auch direkt mit aufgeklebt. Und der Farbkarton, auf den ich das gestempelt habe, hat das Maß 6,5 x 5 cm. Natürlich auch in Flüsterweiß. Die Ecken habe ich abgerundet. Und gestempelt habe ich herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit aus dem Set Grußelemente. Na, da kann man ja ziemlich viel zusammenbauen und da ist eben dieses herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit raus. So, und das habe ich hier ein bisschen weiter in die Mitte gerückt. Das trifft sich wieder dann so mit dieser Blickachse. Zudem finde ich das ziemlich schwierig, ganz genau die Mitte zu treffen. Das ist mir da also immer ein bisschen zu heikel, also klebe ich es direkt von vornherein neben die Mitte. Und jetzt ist die Karte fast fertig. Wer jetzt wenn du mitgerechnet hast, dann wirst du jetzt sagen, liebe Petra, ein Bogen Farbkarton in Chili ist aber noch übrig. Denn ich habe ja gesagt, du brauchst 4 Bögen Chili und 4 Bögen Flüsterweiß. Und tada, ein Bogen Chili liegt auch noch hier. Und zwar habe ich den auch an einer Seite um 2 cm gekürzt, sodass der auch das Maß 21 x 27,7 cm hat. Und den klebe ich jetzt einfach einmal noch an den Rücken der Karte von hinten. Zum einen verdeckt der dann die beiden... Huch, Kamera, scharf. So, zum einen verdeckt der hier diese beiden Klebelaschen von den Seitenteilen. Und zum anderen... Kamera, die kriegt das nicht hin, wenn sich da nichts bewegt im Bild. Zum anderen stabilisiert das die Karte nochmal. Der passt also ganz genau natürlich noch einmal hinten drauf und den klebe ich jetzt einfach nochmal mit dem Kleberoller fest. So, jetzt ist der zweite Rücken festgeklebt. Man sieht es hier,
dass jetzt eben die Klebelasche verschwunden ist. Das ist so eine Kleinigkeit natürlich nur. Oh, falsch rum. Aber ich finde das einfach, ja, gerade bei so einer großen und aufwendigen Hochzeitskarte irgendwie blöd, wenn man die rumdreht und dann hat man da an beiden Seiten die Klebelaschen, die einen da angucken. Das mag ich nicht. Deswegen werden die verdeckt. So, und jetzt ist die Karte tatsächlich schon fast fertig. Jetzt kommt nämlich als allerletztes noch der Einleger, das habe ich ja erwähnt, dass dafür diese Tasche da ist. Und der Einleger hat das Maß 21 x 17 cm. Da habe ich auch die Ecken abgerundet und den habe ich jetzt erstmal ganz weiß gelassen, weil ich finde, wenn man die Karte so aufmacht, da ist jetzt schon relativ viel gestempelt. Und das würde ich jetzt mal dem Auftraggeber überlassen, wenn er das möchte, dann stempel ich da gerne noch ein bisschen hin. Aber ich lasse das jetzt erstmal so und warte mal ab, wie das so ankommt. Und ich bin da jetzt ganz vorsichtig natürlich, damit ich hier kein Eselsohr oder sowas reinmache. Das habe ich eben auch schon mal ausprobiert in einer Schnittpause. Das passt also gut hier rein. Ich lege das jetzt mal ganz plan. So, da hat man dann also noch den zusätzlichen Platz für die Unterschrift. Man kann das hier so ein ganz kleines bisschen sehen, auch dass da noch eine zweite Papierschicht drunter ist. Und jetzt, bevor ich sage, es ist fertig, müssen natürlich noch ein paar Perlen drauf. Die setze ich jetzt hier mit dem Papierlochwerkzeug auf. Und zwar fange ich hier mit den großen Perlen an. So, jetzt habe ich hier die Steinchen aufgeklebt. Ich war da jetzt erstmal noch ein bisschen sparsam. Mehr drauf machen kann ich ja dann immer noch. Und was ich am Eingangs erwähnt habe, hier oben, da habe ich jetzt nämlich auch noch ein paar Perlchen hingeklebt. Die sollen also auch noch mal darauf hinweisen, dass hier noch was drin ist, dass es dann noch weitergeht. Und verschlossen habe ich die Karte auch mit einem weißen Band in Flüsterweiß mit so Glitzer drauf. Das gab es mal bei Stampin' Up. Das ist nicht aus dem aktuellen Sortiment, aber natürlich für die Hochzeit jetzt prima geeignet. Und jetzt ist sie dann auch tatsächlich fertig. Diese XXL Hochzeitskarte im fast DIN A4 Format. Insgesamt, jetzt merkt man das gar nicht mehr so, ne, dass da insgesamt 4 Bögen Farbkarton drin sind. Ich natürlich, wo ich sie in der Hand habe, ich merke, die ist schwer, die Seiten sind jeweils dick, die ist also richtig stabil und ja, dann kann die Hochzeit kommen. Ich hoffe, sie findet dann auch Anklang und ja, ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und wenn du auch mal so eine große Karte machen möchtest, du siehst also, das ist auch kein Hexenwerk, das kriegt man auch alles hin und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit und freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!